Und ein herzliches Willkommen zurück. Hey, ich bin von Löher. Gameplays als Hobby ist meine Devise. Und ja, willkommen bei Rise of the Tomb Raider zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Teil das ist. 32, 33, irgendwie sowas. Ja, wir sind hier mitten im Gefecht so gesehen. Gut, wir haben hier die erste Welle, sage ich jetzt mal, schon erschossen. Müssen wir jetzt erstmal ein bisschen weitergehen, damit die neuen Gegner kommen. Und genau das machen wir jetzt. Und falls wir noch irgendwelche Walkie-Talkies in der Nähe finden, die erschießen wir natürlich auch noch kaputt. Oh, da haben wir noch Schrotmunition. Okay, Pfeile sind voll. Bergungskram. Oh. Mann, der ist aber weit geflogen. Geradewegs zurückgeschossen, den Kerl. Bitte was? Dose. Schade, die konnte ich wohl doch nicht mehr retten. Ich hatte mir ja dann gedacht, oh scheiße, ich muss schnell hochrennen. Aber scheinbar kam ich jetzt doch zu spät hier hoch. Ich weiß nicht, ob ich die hätte retten können. Rauchgranate bringt mir ja überhaupt nichts. So ein Schmonkes. So, sonst sind wir hier unten aber fertig, oder? Wow. Aber wirklich verdammt. Hey, hey, langsam. Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst. Ich töte alles, was sich bewegt. Geht's langsam an. Augen auf. Ich seh mal nach. Verstanden. Oh, Scheiße. Meister geflogen. Du bist tot. Du bist tot. Mit meinem Goldfang mache ich sie alle kaputt. Die werden der reinste goldene Fang. Oh, meine Witze sind bestimmt so witzig. Da müssen wir lang. Wo kamen die denn her? Das hier, hier ist doch zu. Oh, lauter Federn, das ist gut. Als metallische Federn. Okay, mein Freund, du bist dran. Ich verrate
euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Darum werden wir dich weiter prüfen, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich... Kopftreffer mal 8. Hui. Schweine. Bind mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Und wie ich das werde. Mir geht's gut. Finden Sie den Munitionsversteck. Lara, wir müssen irgendwie an der Blockade vorbei. Sie ist von da drüben versperrt. Wir bringen dich hier weg. Halt durch. Es ist bald vorbei. Danke. Kann ich noch mal anquatschen? Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Sie mussten uns nicht helfen. Das vergesse ich nicht. Mir geht's gut. Ich muss nur ausruhen. Ich quatsch die mal lieber an, weil bei der Hexe Baba Yaga gab es ja extra einen Erfolg, dass ich die angesprochen habe ein paar Mal, bis es nicht mehr ging. Das gleiche müssen wir hier doch natürlich auch ausprobieren. Und die zwei kann ich immer noch anquatschen. Hatte wohl nicht gezählt. Ups, Entschuldigung. So, komm her, lass dich quatschen. Geht nicht. Steht denn der da? Okay, voll versteinert. Lebt er noch? Okay. Hat er eine Medusa in die Augen geblickt dort oder was? Oh, Wandgemälde. Dieses Wandbild zeigt den Moment, als sie das Tal fanden. Das muss wie ein Paradies gewirkt haben. Na, nach diesem ewig langen Marsch kann ich mir das vorstellen, ja. Von hier aus auf. Finden Sie einen Weg, die Blockade zu zerstören. Eine Art Waffenlager. Das sollte gehen. Granatenpfeil. Juhu, zerstören Sie die Blockade, um die Verbliebenen zu befreien. Sehr schön. Was kann ich hier nehmen? Okay, ist voll. Ein alter Hirschtalisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Und auch nicht leicht zu schnitzen, ohne etwas abzubrechen während der Arbeit. Respekt. Alles voll. So, hier gibt's an sich nichts mehr, ne? Nö, kann ich alles nicht nehmen. Weg von der Tür! Ach, die gehört zu uns. Okay.
Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Erreichen Sie den Turm. Durchbrechen Sie das Tor zum Turmhof. Uferanlegestelle. Neues Basislager entdeckt. Wo ist denn Basislager? Ich sehe kein Basislager. So, hier hat sich nichts geändert. Da haben wir Monolithen. Okay, da muss ich lang. Das ist Lager, okay. Aber vorerst der Monolith. Oh, natürlich. Es ist ein Rätsel. Aber wenn ich richtig verstehe. Münzverstecke entdeckt. Okay, so gesehen direkt hier in der Nähe bei uns. Und weiter hinten. Na super. Okay, sammeln wir alles später irgendwann mal ein. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Vermisst Tagebuch des Widerstands. Einer von ihnen ist verschwunden. Er scheint eine wichtige Person gewesen zu sein. Von der Stimme her würde ich sagen, das war die Rothaarige, mit der wir eben gerade geredet hatten. Und ihr Vater ist allerdings auch der Jacob, also dürfte einen schon wissen, wer vermisst war. Oder wurde. Wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Schon wieder. So, was können wir denn hier jetzt schon wieder machen? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Streuerbaum verbessert die Granatenfeuer, um einen Einschlag zusätzliche Sprengladung freizusetzen. Das klingt natürlich sehr praktisch. Habe ich doch gewusst, was ich erhöhe. So, Weapons. Können wir irgendwas verbessern? Hier nicht. Hier auch nicht. Nur unser Schrot. Und da nur Sachen, die wir noch nicht unbedingt brauchen. Okay. So, ich glaube, ich mache jetzt mal eine Schnellreise, eine kleine, oder? Ich würde nämlich gerne mal wissen, wie viele goldene Münzen ich brauche, um die nächsten Waffen, Waffenlevel, ich freischalten kann. Da gibt es so ein Teil, womit ich diese Dinger da freischalten kann, die da rot sind, die ich nicht erhöhen kann bei meinen Waffen, so. Und das tut es mir dann freischalten. Und ich muss nur mal wissen, wie viel es kostet. Wie viele Münzen. Vielleicht habe ich ja schon genug. Und der Kreis dreht sich und dreht sich. Ich habe eine Nachricht. Okay, jetzt sind wir schon da. Hey, hier ist dunkel. Sowjetanlage im Dunkeln. Wenn wir erwischt werden, sage ich, dass ihr mich mit vorgehaltener Waffe gezwungen habt, das Zeug zu klauen. Nichts für ungut. Verbesserungswerkzeug. 205 von 175. Haben wir jetzt die 205 oder nur die 175? Ah, wir haben die 205. Okay, wunderbar. Upgrade-Werkzeug, das einen weiteren Rang aller Waffen-Upgrades freischaltet. Super.
Jetzt haben wir noch 30. Können wir damit irgendwas etwas bewirken? Dieses Gerät könnte man noch kaufen. Steigklemmenantrieb. Ach ja, ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen. Halten Sie an Seilsträngen zur Aktivierung E gedrückt. Das kennen wir noch vom ersten, also vom vorherigen Teil von Tomb Raider in 2013. Das war sehr praktisch. Gut. Gehen wir wieder. Sehr schön, was können wir denn hier jetzt alles verbessern? Jetzt dürfte ja über wieder was gehen. Genau, selbst bei unserem Bogen und so. Oh, wir brauchen Leder. Okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt dringend. Mehr Schaden, das brauchen wir auf jeden Fall. Nachladegeschwindigkeit ist eigentlich vorübergehend schnell genug. Hier bräuchten wir auch mehr Schaden. Was ist denn das? Glitzererz. Okay. Haben wir noch nicht. Das Nachladen, okay, das könnten wir hier eigentlich auch erhöhen. Ja, das stimmt. Hier geht jetzt gar nichts mehr. Was ist das? Griff mit Beschlaufe. Die maßgefertigte Griffumwicklung erlaubt annäherndes sofortiges Aufstellen von Türen oder Truhen. Anwendbar bei allen Äxten. Ach ja, okay. Axt. Gut, da haben wir doch schon mal wieder ein bisschen was verbessert und wir haben gelernt, wir brauchen noch so Glitzererz. Keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Okay, gehen wir hier wieder zurück hin. Gehen wir wieder hier hin zurück. So, jetzt kann ich aber nach meiner Nachricht gucken, die ich bekommen habe. Okay, und ich sehe, wir sind schon so weit, dass wir schon wieder spielen können. jetzt habe ich meine Stoppuhr. Da ist meine Stoppuhr, alles klar. Okay, dann wollen wir mal weiter. Ach stimmt, hier unten war doch ein Gold. Ein Golddings da zu finden. Das kann man natürlich noch einsammeln, das ist ja direkt in der Nähe. Da ist es ja schon. Her damit. Fünfzehn. Das Feuer sieht ja schon gut aus. Feuer ist übrigens mein Sternzeichen-Element. Vielleicht mag ich deswegen Feuer. Ich weiß auch nicht. Feuer ist auf jeden Fall schön. Jetzt nicht unbedingt in Sachen Zerstörung, aber Feuer ist schön. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Da gibt das selber zu. Und ihr könnt euch doch bestimmt noch erinnern, wie wir im geothermalen Tal Wildschweine jagen sollten und Pilze sammeln sollten für Nahrungsmittel. Okay. Interessant. Sprache des Landes Überlebenskodex. Sie waren zunächst fremd in diesem Land, aber sie geben weiter, was jede Generation lernt. So soll es ja auch sein. Ist heutzutage nur leider nicht mehr so. Da hinten können wir was in die Luft sprengen. Da ist ein Relikt. Thank you.
Okay, da wollen wir nicht runterfallen. Jupp. Lara, ich bin hier. Aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinity's Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie. Das erledige ich. Das kann ich. Eine päpstliche Bulle. Das Bleisiegel beweist die Echtheit eines Dokuments. Das muss zu etwas sehr Wichtigem gehören. Zum Beispiel einem Erlass der Exkommunikation. Titus. Oder so? Nee. Ach, keine Ahnung. So, ich soll einen Hubschrauber ablenken. Also Trinity generell ablenken. Hui. Durchkrabbele. Das sind schon Gegner. Na super. Der stellt sich voll im Weg. Oh, ich wollte doch gerade weghüpfen. Na gut. Wir sind tot und fangen wieder da bei unserem Lager an, müssen die ganz Weg da wieder hinlaufen. Ich meine, so weit war er ja nicht. Auf so einen engen Raum kämpfen, ich glaube, da lohnt sich dann doch das Maschinengewehr wieder besser. Nehmen wir halt doch mal wieder das Maschinengewehr. So. Das bietet sich dann besser an dafür. Jetzt müssen wir allerdings wieder unser Geld einsammeln hier hinten. Ach ja, und die ganze Scheiße hier wieder lesen. Aber die können wir jetzt wegdrücken, die kennen wir jetzt schon. Die Flur. Oh, genau. Die hüpf. Eine päpstliche Bulle. Beschuss. Ziehen Sie Trinity's Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie. Das erledige ich. Das kann ich. So, Kmama hat keine Kopftreffer.
Da ist noch einer. Stirb! Ja, Metallbarrieren, die kennen wir ja schon. Da ist sonst noch irgendwo jemanden auszurauben? Oh, ist aber eine große Metallbarriere. Okay, am besten dann die Pfeile. Und hier haben wir wieder neun. Verfeinerungswerkzeug. Ach, cool. Upgrade-Werkzeug, das ist ein Weinrang, alle Waffen abwärts freischalten. Okay. Dann haben wir jetzt alles frei. Können wir alles erhöhen, was es gibt. Hubschrauber. Das ging doch jetzt überhaupt nicht kaputt. Das habe ich einfach nur runtergeschossen. So, ganz einfach. So, hier gibt es noch Munition. Schweine, ey. Was ist hier? Keine Ahnung. Okay, sonst gibt es hier nichts mehr. Die Penner. Die erschießen ja alle, bevor ich da was machen kann. Hä? Voll in den Arsch! Okay, das war's glaube ich hier auch.
Meine Güte, was ich hier alles finde. Oh, da leuchtet's. Gebrauch unsicher. Diese Bär kann nicht verwendet, weil Feinde in der Nähe sind. Ja, super. Es sind auch gar keine Feinde mehr in der Nähe. Die sind alle weiter weg. Okay. Unterbrechung. Wir haben eine halbe Stunde zusammen. ja, wir haben eine halbe Stunde zusammen. Ich höre damit hier mit diesem Teil wieder auf. Tut mir leid. Schöner Cliffhanger mitten in der Schlacht, aber gut, dann habt ihr wenigstens einen Grund, den nächsten Teil auch noch zu gucken. Ja, ich hoffe, der Teil hat euch bis jetzt gefallen. Ihr geht jetzt auch mal ein bisschen mehr die Post ab als vorher. Darf ja auch mal sein, ist ja auch mal schön. Und ist ein bisschen abwechslungsreicher auf jeden Fall. Wir finden auf jeden Fall wieder sehr viele Sachen, womit wir da unsere Waffen verbessern können. Das ist echt prima, denn wir haben ja jetzt alle Levels, sage ich jetzt mal, frei für unsere Waffen. Sehr hilfreich, da freue ich mich schon drauf, wenn wir wieder bessere Sachen upgraden können. Ansonsten, ja, wir sehen uns beim nächsten Teil von Rise of the Tomb Raider auf extrem Überlebender mit von Löher Gameplays als Hobby. Und wir sehen uns bis demnächst und tschüss.